Wir machen so Diamanten eine Wacke runter. Ja. Für mich. Und ich. Fünf Stück. Sechs Stück. Diamanten. Oh, sehr cool. Hallo, ehrlich gesagt, willkommen hier zum dritten Teil von Minecraft Dice. Wir sind hier wieder in den Startlöchern mit unserem Team Deutschland, mit unserer Mannschaft Dr. Ben Gomme und Sturmwaffe. Dr. Ben? Dr. Ben, Alter. Dr. Ben kommt zu Ihnen nach Hause, Alter. Hallo, Dr. Ben. Flamed mich? Hä? Aber du bist doch Dr. Ben. Wer Dr.? Banks. Dr. Banks, mein Lieber. Ah, ja. Aber Dr. Ben, das ist auch der Doktortitel, der ist einfach wichtig. Der muss dabei sein. Oh, der muss dabei sein. Ich hab nicht Dr. Ben mit dem ja. X. Professor. Mehrere. Professor, Doktor, Doktor. Franz. Sturmgomme. Ich hab Minecraft studiert. Leute, es geht auf jeden Fall gleich los. Muss nur noch einer bereit geben. Dann geht's insta los. Deswegen haben wir jetzt die Aufnahme gestartet. Es, ist so, dass uns Lapis fehlt. Und zwar richtig krass. Der Timer wurde zurückgesetzt auf 30 Minuten, weil wir haben erst 30 gespielt und es soll ja eine Stunde Vorbereitungsphase geben. Und Leute. Ah. Wer trollt hier? Na, und ich weiß es nicht. Kann mich auch bewegen. Zombie, cool. Zombie. Ja, jetzt geht's. Leute. Okay. Oh, Heiliger. Okay. Hallo, willkommen zurück zum Cut. Meine Güte, das hat ein bisschen gedauert. wir wissen auch wieder alle nicht, was wir los sind war. Wieder am Start. Yay. So, hier ist auf jeden Fall die komische Kiste. Ich schau mal kurz, ob irgendwie was aus unserem Weizen Warte. Geworden ist. Ich kann dir mal kurz erklären, was ich vorhabe. Wir haben uns nämlich was überlegt, genau. Wie wir unseren Block einbauen möchten. Und zwar, wir lassen das alles so, wie wir es jetzt haben. Das habt ihr ja bestimmt in allen Folgen gesehen. Bauen da einen kleinen Obsidian-Kasten drumherum. Und bauen es quasi so, dass man durch so einen ganz kleinen Gang dorthin genau. laufen muss und dort fließt dir aber Wasser entgegen und du musst diese Leiter auch hochklettern, wo dir auch Wasser entgegenfließt. Also das ist schon, würde ich sagen, also ich weiß nicht, also viel besser kann man es, glaube ich, gar nicht einbauen. Ich meine, ich bin und? Jetzt kein Profi, schon aber Profi. Ich glaube, das ist schon ziemlich gut, das Konzept. Aber Profis das ist auf jeden Fall schon effizient, würde ich sagen. Es gibt aber noch was anderes, was uns gesagt wurde und zwar, wir wussten das schon, aber wir sind die Zuschauer haben natürlich wieder besser aufgepasst, dass Kisten versteckt sind. Und insgesamt sind ja auf jedem, an jeder Oberfläche von jedem Team einige Kisten versteckt, wo man die ganzen Sachen für die Tränkezubereitung findet. Und deswegen bin ich gerade mal hier am Plündern der Oberfläche. Ich laufe mal durch die Gegend. Hier mache ich das ist so eigentlich der Minecraft-Adventskalender hier. Überall ja, kann man was finden, ey, mit Ruhe. Überall halt nicht mit 24 Truhen, nur mit ein paar weniger, aber. Aber ja, wir werden bestimmt noch einen finden. Sind wir so blind das erste Mal durch die Gegend gelaufen? Also, ich glaube so nicht. Viel. Also es ist wirklich halt, also ein großes Problem nach wie vor ist auch echt immer noch das Essen. Ich probiere mich da nach und nach irgendwie ein bisschen drum zu kümmern, aber es ist halt... Ich töte mich jetzt. Eigentlich also ich esse die ganze Zeit... Brauchen wir für irgendwas Tintenfische? Nee, oder? Also ich sehe hier nur gerade welche, aber die brauchen wir nicht, oder? Nee, brauchen wir nicht, nee. Außer du willst da vielleicht fürs Braun, ich weiß ja nicht. Ich kenne mich mit Braun nicht aus. Also Speedtränke wären halt schon geil, da brauchen wir Zucker. Speed ist verboten, oder? Nee. Nee, ich glaube Speed ist verboten. Deutschland! Stärke, oder nicht? Deutschland. Ist Deutschland. Stärke das erste, was wir nehmen? Stärke 1 ist ja erlaubt. Ja, wenn du das in der Zeit hinkriegst, ne? Der kann ja, eben, wir müssen noch unsere Burg bauen, wir müssen noch keine Ahnung, uns ausrüsten. Das ist alles geregelt. Wir brauchen noch, wie ist das mit der Nahrung jetzt eigentlich? Haben wir da genug Tiere ich schon hab, in der nee. Ich hab eine Truhe! Was? Da ist eine Truhe! Nice. Ja. Ist was drin? Eine Truhe! Oh, Blaze Rods, Lohnstaub, Melonen und Nether Quartz. Oh, Heiltränke. Das guck dir das an, okay, Melonen. Das ist schon mal ganz nice. Das ist ziemlich nice. Okay, Eisen hätten wir noch ein bisschen. Ansonsten, essensmäßig, ja, keine Ahnung. Man kann halt eben nur die Dinger so schnell züchten, wie es geht, ne? Ja. Weil ich glaube, so mega viel Essen braucht. Ich glaube, wir sterben auch schnell. Ja, dadurch, dass man einfach in 10 Sekunden beim Gegner sein wird, brauchst du da doch kein Essen, so, ne? Ja, aber wenn wir später kämpfen, dann sollten wir nicht oft sterben. Weil die Rüstung dann her, in dem Fall weg ist. Gomme, wo hast du die Kiste gefunden? Weil ich wandere ja auch gerade auf dem Berg hin und her. Ja, keine Ahnung, ich bin in irgendeiner Ecke hier von der Karte. An der Oberfläche schon, ne? An der Oberfläche, ja. Ja, genau, weil ich bin hier gerade am Berg am Klettern und suche auch fleißig. Ich bin einfach 3 Meter gelaufen, hab schon wieder 3 Hunger gekriegt. Ich wette, da oben ist eine Truhe drauf. Ich schau da mal nach. Darauf wette ich auch, Alter. Darauf wette ich. Aber du bist beim anderen Berg. Ich glaube, du bist genau auf der anderen Seite. Ich bin auf dem nicht ganz hohen Berg hier. Dem höchsten. Bin hier, ich hab ja auch einen hohen Berg. Also. Ich hab auch einen hohen Berg. Du. Ich jetzt mal auf. Karte hier, so. Ich stell Rekorde auf. Gott, ich hoffe, ich finde die Lava okay, noch. Okay, das Ding ist aber auch, wir brauchen extrem dringend Lapis. Ja, ich bin am Main das heißt, auch mal jetzt, weil ich viel mehr Höhle begeben und Lapis farmen, oder? Oh, ich hab hier Gold gefunden. Truhe, wo bist du? Da! Ich hab noch eine Truhe, ich wusste. Ey, ernsthaft? Was? Nice. Ich wusste. Auch an der Oberfläche jetzt? Noch Glowstone und noch mehr Lohnstaub, Glas und Nether Quartz. Ich hab die gleiche Karte, Mensch. Übertrieben. Vielleicht kommen wir erstmal bei sind wir in Deutschland? Wir sind in Deutschland hier. Wir sind in Deutschland tatsächlich.
So. Ey, Adventskalender sind mein Ding, ne? Alter, wirklich. Man merkt es. Niemand will mit dir Ostereier suchen, weil du direkt alle abziehst, Alter. Ja, ja. Ist wirklich so. ist wirklich so. So voll ernst direkt. Ist so, man damals, muss auch mal damals Schule schwimmen, ne? Das ist ja wichtig. So, schauen wir mal. Was? Ich habe nur noch 3 Hungercoin. Wie krass ist das? Ja, ja, es ist wirklich. Ich habe die Lava nicht mal gefunden in der Zeit. What? Ich baue mich auch mal hier nochmal an unserem Spawn okay, so ein bisschen rum. Okay, also ganz ehrlich, ich habe kein Glück damit. Ich habe jetzt die ganze Zeit gesucht. Ich begebe mich direkt in die Höhle wieder und suche Lapis, weil das brauchen wir. Wir haben ja jetzt noch diese Folge und in der nächsten Folge sollten wir spätestens anfangen zu bauen. Kev, nee, ich baue jetzt schon. Hallo, hallo. Ich probiere auch mal mit zu fahren. Ich war da vorne in der Ecke. Achso, ich war hier oben auf dem großen Berg, aber da habe ich kein Glück gehabt. Komisch. Da hätte ich jetzt auch gesagt, da muss doch auch, eigentlich eine Truhe sein, aber... Vielleicht bin ich einfach nur blöd. Vorsicht, sind auch so wenige Sachen. Ich habe auch ganz wenig Kohle. Das ist lecker, das will ich haben. War das mein Gang? Achso Leute, ich habe auch wo ist denn der Turm? Gunpowder von den Creepern, das heißt, wir können uns Wurfbänke machen. Dann kriegen wir alle Stärke. Stimmt, das wäre mega stark. Ist zwar nicht so schnell, aber trotz, also nicht mehr so langhaltbar. Kriegst du das hin? Aber wenn jeder also von uns ich, das hat, also ich hätte Gunpowder sogar, glaube ich, gerade eben bekommen. Lol, ich habe einen Bogen von einem Skelett eingesammelt. 3 Stück. 50% Haltbarkeit. Oh, erschrecke ich mich. Nur weil ich habe gerade Hungerschaden bekommen. Alles cool. War nur Hungerschaden. Gott, ist das hier dunkel. Wie viele Bögen haben wir schon? Wisst ihr das? Ich glaube einen. Ich habe noch gerade von einem Skelett einen kaputten Bogen bekommen. Ich auch der ist einen, fast der kaputt, aber 30% Haltbarkeit. Ich vermute mal, dass in einer Kiste auch Fäden drin sein werden. Okay. Domme, du bist damit los. Bist du fast tot? Ich bin fast tot, ja. Genau. Das ist echt cool gemacht. Dass du, und ich bin gelb, weil ich zur Hälfte tot bin. Ja, stimmt. Und weil gelb deine Lieblingsfarbe ist. Ja, weil gelb meine Lieblingsfarbe ist. Das stimmt. Guck mal, jetzt guck mal, wie schön du aufpasst, Alter. Deswegen verstehen wir uns auch so gut. Ja. Kev hat sich erstmal Premium gekauft hier auf dem Dice. Genau, Kev ist einfach mal Premium. Welches Kit hast du jetzt? Premium? Hier ist Gold schon mal. Ah, Gold kann man nur mit Eisen abbauen, ne? Jo. Also ich so, weiß nicht, auf welcher Höhe jetzt mal soll weiter? Ich jetzt arbeiten, Leute? Soll ich auch für 12 weiterhin arbeiten oder... Also 12 geht gleich bevorzuge mal 9 so, aber 12 geht. Soll ich mithelfen unten? Also ich habe gerade keine Aufgabe. Ich bin auch am Mine. Also im Grunde sollten wir eigentlich alles Trip Mine, außer ich farm Obsidian zum Bauen, weil was will man sonst groß machen so, ne? Ja, okay. Ich bin jetzt an der Wand hier angekommen. Schau mal. Okay, mir wurde auch von den Zuschauern ganz in der ersten Folge gesagt, Kev, bau auf jeden Fall Redstone etc. aus oder ab, genau wie Kohle, weil dahinter könnte sich oder verbirgt sich häufig auch ein Diamant. Okay. Halt schon wahrscheinlich. Wobei, das habe ich auch schon öfters mal gehört. Gerade so zu Varro-Zeiten hört man solche Sachen. Ja, bei Varro hört man immer alles. Da sind auf einmal alle echt. Das ist echt so. Dann haben sie alle wieder studiert und dann gibt's Ehre in Minecraft und keine Ahnung, irgendwie so Sachen. Oh, ich habe Lavasee gefunden und tatsächlich Diamanten. Nein. Geil. Läuft. Ich habe bis dato echt noch fast gar nichts dazu beigesteuert, außer 6 Hühnchen. Läuft bei uns. Ich habe 8 Obsidian. Alter, nice. Oh nee, das ist bei einem Lavasee und ich glaube. Hier ist nur ein Diamant. Hier ist Kohle, warte mal. Ich höhe, bin ich nicht. In der Hoffnung, dass hier mehr ist, bitte sei mehr. Und ganz viel Eisen geholt, das könnte, glaube ich, immer ganz wichtig werden. Wo geht's denn da runter zu dir, Kev? Warte mal, ich schau mal, Karl. Ist das... Oh, nice. Die Sache ist, ich kann jetzt gar nicht einschätzen, wie viel Obsidian ich da brauche. Nein, 10, ein Diamant 20? Ist in der Lava verbrannt, das konnte ich aber nicht. Nein, raus aus Deutschland, du bist nicht mehr Deutschland. Aber trotzdem habe ich 4 Diamanten gefunden. Ja, das... Das ist nice. Ein Anfang, ja. Anfang? Hoffentlich finden wir Lapis, ne? Sonst wäre das so verschwendet gewesen. Das hatten wir, da hatte ich halt gar nicht dran gedacht. Das aber Mist, ich habe keine Fackeln dabei und jetzt bin ich hier auch. Geil, ne? Minenschacht. Ich war auch ohne Fackeln die ganze Zeit. Wir müssen auch definitiv. Ah, ich bin bei deinem Lavasee, glaube ich, gelandet. Oh, warst du hier? Ich sehe deinen Namen. Ja, du läufst warst hier vorne. Aber so knapp bin ich an den Diamanten vorbei, krass. Ja. Okay. Und wir suchen, wie gesagt, Leute, Lapis. Das ist das Wichtigste. Ohne Lapis keine Verzauberungen, extrem schlechte Karten. So, zack. Ja gut, vielleicht gibt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es gar kein Lapis gibt. Gibt's irgendeine Höhe, die für Lapis so... Zwischen 0 und 31, sagt die Wiki. 0 und 31, okay. Cool, ich bin gerade in einem Mining-Gang von irgendwem anders gelandet von uns. Hey, läuft bei uns. Oh, hey. So. Mir wurde auch gesagt, bau immer Gravel und Erde etc. Normalerweise auch Redstone und so, ne? Also Redstone und Dias habe ich schon echt ein paar Mal gehört und auch ein paar Mal selber gefunden. Hm. Aber jetzt, ach shit, ich habe gar kein Eisen mehr. Hast du da irgendwie noch Eisen? Vielleicht gommel du? Ist in der Kiste keines oben. Dabei. Ich habe aber, ich habe noch Eisen, aber ich bin hier am Arsch gerettet. Ich habe hier leider kein Eisen. Ich bin doch wieder bei dir. Ben. Mal kurz so. Oder Banks. Ben, Alter, die ganze Zeit.
Nee, oder? Ja, natürlich, ich bin hinter dir. Ah, ja. Haben Sie Eisen für Papa? Ja, oh Gott, es wird zu dunkel, ich sehe nichts. Komm, mach doch mal heller. Mach doch heller, komm. Warum geht ihr alle an dem gleichen endlich Punkt? Endlich habe ich ein Licht. Mein Gott, endlich sehe ich was. Komm her, Alter, ich gebe dir eine Fackel, Alter. Ja, was nice. Ist los, Alter? Da. Na, Gott, danke. Ich glaube, ich habe die letzten 4 Minuten wahrscheinlich weggeschnitten, weil einfach nur schwarzer Bildschirm bei mir war. Oh, aber ich wollte effizient sein. Oh, weil wie hässlich ich gerade gelacht habe in der Cam. Und das, genau wie bei Scary Movie, what's up? So, ich hole mir jetzt auch erstmal Fackeln. Wie viele Kisten kann es denn hier nicht sein? 10 oder so, ne? 10, genau. Auch in irgendwelchen unterirdischen wir haben jetzt Höhlen. Hat irgendjemand mal eine Höhle gefunden? Nee, Höhle haben wir noch nicht gefunden. Wir haben ja nur unsere Schlucht. Das ist dein Ding. Schau mal bei der Schlucht, ob du irgendwo. Mach mal ein X-Ray Texture Pack rein und dann. Genau, weil irgendwo muss. Hast du Holz? Ein Stick. Hier, ganz warm, ich habe noch 3. Danke. Nein, ein Stick. Ich brauche 2 Holz selber für eine Spitzhacke. Ja, jetzt hab schon mal 4 Fackeln, das ist doch ein Anfang. Hey, hey. Oh nein. Da ist auch meine Spitzhacke eh irgendwann kaputt. Also. Jetzt muss ich nochmal Holz holen. Also da hast du auf jeden Fall nochmal ein bisschen Kohle, falls du es brauchst. Im Ofen. Okay. Kohle ich meine Eisen. Bin mal ein bisschen Kohle. Respekt vor Gravel, der nicht fällt. Einfach nur, weil ich das Gefühl habe, dass ich dann sterbe. Also. Zack. Ja, das stimmt, das ist merkwürdig. Freunde. Was haben wir jetzt an Tränken gefunden? Weil sonst müsste sich einer an die Tränke machen, oder? Peter ist einfach ertrunken. Was hast also du ich hab gar nichts. Ich bin zum Obsidian gelaufen und baue das jetzt hier ab. Gomme, was hast du gefunden bei den Tränken? Habe ich ja vorhin gesagt, alles mögliche. Also frag mich irgendwas, was fehlt da noch? Ist es? Ist es in einer Kiste? In der Truhe bei uns, ja. Also wir brauchen auf jeden Fall bei uns schon mal Base, ja klar. Ja, okay, wir brauchen Netherwarzen. Ohne Netherwarzen geht's nicht. Ich hab Dias. Und Netherwarzen haben wir ja noch nicht, ne? Da muss... Ich da müssen wir noch eine Kiste. Genau, du solltest dir noch eine Kiste ausschalten. Wir müssen halt... Diamanten! Und ich. 5 Stück. 6 Stück. Diamanten. Oh, sehr cool. So. Was haben wir hier? Da eine Kiste. Achso, ich sehe hier, du hast Melonen. Banks, hast du schon mal Diamanten gefunden? Ja, das brauchst du hier gar nicht so betonen, mein Lieber. Der Diamantenkrieg beginnt. Okay, ich hab die Truhen gefunden. Ich hab Truhen gefunden. Ich kann einen Potion of Weakness machen und den man werfen kann. Ja, aber der bringt's halt nicht so. Nicht? Oh nein, mein Hack ist gleich kaputt. Okay, also ich sag mal, Stärke ist sehr krass, Speed ist sehr krass, weil dann kannst du natürlich auch schneller mit dem Wallblock und so laufen, ja klar. Was ist noch? Regeneration ist extrem krass. Ja. Okay. Also ich habe auch immer mal Gold mitgenommen, recht viel, dass wir uns so mehrere Goldäpfel machen können. Was gibt's noch so für Tränke? Ja, Gold habe ich auch mitgenommen, also ich habe ja noch, können uns so ein paar Goldäpfel wirklich schon machen. Im Grunde, was gar nicht so schlecht wäre, gibt's nicht auch einen Trank bei irgendwie so Wasser, gibt's nicht irgendeinen Wassertrank auch, dass man schnell durch Wasser laufen kann? Oder gibt's das nur als Verzauberung? Das gibt's, glaube ich, nur. Das wäre aber eigentlich eine gute Verzauberung. Weil locker sind wir nicht die Einzigen, die das mit dem Wasser gemacht haben. Ja, aber nachher ist da nur irgendwie Dings, das ist zu hoch gepokert. Da gibt's, glaube ich, bessere Tränke dann insgesamt. Ich möchte ja nicht drängen, ne, aber wir haben noch 18 Minuten. Und 18? Und ich weiß nicht, wir müssen noch so viel machen. Ja, Rüstung und ein paar Sachen. Also ich mache gerade ein paar Glasbrocken. Ja. Darauf läuft das, finde ich, irgendwie gerade also hinaus. Also ich habe jetzt 28 fucking Obsidian gefarmt, ey. Ja, aber das ist so, das ach, reicht doch schon. Baust du das dann auch gleich? Ja, ich baue das sofort okay. Auch. Ja. Das okay. Dauert ja eigentlich... Banks hat aber lange. Mich ärgert ja, das Bauen aber, dauert nicht so lange. Ich habe so viel Zeit darauf verballert, Diamanten zu finden und andere Sachen, aber ich finde einfach kein Lapis. Das ist ja, das, was wir eigentlich sagen. Halt kein Lapis. Vielleicht haben sie gesagt, dass Verzaubern zu komplex ist, aber kann ich mir eigentlich... Also kann ich mir auch nicht vorstellen, aber... Also ich bin auch schon die ganze Zeit hier am rumhasseln und finde gar nichts. Die Sache ist, man muss nur einmal Lapis finden, dann hast du halt sofort 20 oder. Dann hast du halt direkt so viel genug, dass alle verzaubern können. Ja. Weil ich meine, wenn dann verzaubern wir lieber alles auf Level 1 einmal, mit Schutz 1 oder so. Ja, also ich weiß halt auch gar nicht, ob wir so ganz krass immer für so die heftigsten Sachen gehen sollen. Also ich kann halt echt die anderen nicht einschätzen. So. Ja, lieber viel wirklich. Aber bei Zusammenlegen lohnt sich halt, also es ist eh nur Level 1 verzaubern, weil Zusammenlegen, da brauchst du so viel Eisen. Ja, komm, geh du auf die Suche, ich mach schon mit den Tränken alles hier. Jojo, ich geh gleich wieder los, ich muss mich nur eben equippen. Soll ich Goldäpfel machen für uns alle? Oder soll ich uns schon Eisenrüstung machen und Dia-Schwerter? Ja. Ja, das Gold kann man ja sowieso. Also eine Rüstung habe ich schon. Wir haben kaum Kohle. Habt ihr noch Kohle? Weil ich schaue hier gerade so in die Öfen. Schau mal, hier ist keine Kohle. Achso, wir haben wenig Kohle gesammelt. Ich habe 50 auf jeden Fall. Ich kann gleich noch was mit hochbringen. Weil die Öfen, die powern gar nicht mehr bei uns. Eine Rüstung. Ich komme mal hoch. Gomma, hast du schon eine Rüstung? Eine Rüstung? Nee, gar nicht. Mir fehlt noch alles. Dann gebe ich dir jetzt mal alles. Aber noch brauche ich keine Rüstung. Also leg die mal in die Truhe oder so. Damit wir wissen, was wir überhaben. Da hast du es.
Wer war Dankeschön, das? Dankeschön, Entschuldigung, Entschuldigung. Ganz ruhig, ganz ruhig. Entschuldigung, ich wollte ein bisschen schneller aus dem Gang raus. Banks, die Schuhe fehlen aber. Ach nee, hast du, okay, okay. Banks, hast du irgendwas? Nee. Doch, 3 Kohle. Nee, ich meine, was für Rüstungsteile hast du? Nee, gar nichts. Gar nichts, dann mache ich dir eine komplette Rüstung und tue dich in die Schuhe. Unser Team Deutschland. Was habt ihr? Gar nichts, relativ wenig. Nichts. Wenig bis gar nichts, aber wir sind ja, ganz nett. Wenn ich nichts hab, kann ich auch nichts verlieren. Gummi, was hast du? Ich habe eine Eisenrüstung in der Chest, damit ich die halt nicht kaputt mache, wenn ich mich die ganze Zeit töte. Ja, die Eisenrüstung habe ich jetzt genommen, das heißt, du hast noch eine komplette Eisenrüstung. Ja, ja, dann habe ich nichts. Weil ich es geklaut habe, perfekt. Nee, aber ist ja nicht schlimm, wir haben ja genügend Eisen für ja, alle Rüstungen auf jeden Fall. Jetzt habe ich nämlich... Weil das Ding ist, wir haben jetzt noch 9 Eisen left. Ne, wir haben 23 Eisen left. Obwohl wir komplette Rüstungen haben. Ja, ja, wir Schwerter. Wir haben aber noch einiges. Ich hab ja, stimmt, Schwerter sind ja viel wichtiger. Einfach mal Eisenschwerter ja, in der Kiste machen. Stellen wir auf. Kann insgesamt. Kann und das insgesamt wird richtig knapp. Alles. Oh mein Gott, ich verhungere. Kann man verhungern? Ich glaube, man kann nicht verhungern. Nee, ich habe ein halbes Herz. Gut, so. Oder wir stellen sämtliche Rekorde auf für das, was man in 15 Minuten plötzlich schaffen kann. Ach, pass mal. Normalerweise, so was macht hier. Man in 15 Minuten? Joa. Man holt sich so Fackeln, so eine Spitzhacke und wir dann so plötzlich können eine Burg errichten, können das und das. Ja, nee, also eingebaut ist doch eigentlich schon dann fast. Also die ganzen Sachen dafür haben wir doch, oder? Also eingebaut schaffe ich. Hämmst du jetzt nicht? Hämmst du die Folge nicht zu Ende sein? Nee, das steht einem auch so in 2 Minuten. Ich weiß nicht. Das Spiel wurde pausiert. Ah, jetzt. Okay. Jo. Das heißt, ich kann mich noch bewegen. Wir sind, Leute, in dieser Folge am Ende hier. Wenn ihr uns supporten wollt, verbreitet den Hashtag Team Deutschland, schaut euch alle Folgen an. Und nächste Folge, morgen geht es weiter. Ich habe richtig Bock. Also, wenn ihr auch Bock habt, Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dann, bleibt geil und ciao, ciao. Tschüssi. Tschüss mit dir.